Herr Roll, am 25. Mai ist Europawahl. Warum ist diese Wahl so wichtig für Deutschland? Ja, weil es darauf ankommt, ob Europa sich in eine Richtung von wirtschaftsfreundlichem Raum mit guten Zukunftschancen entwickelt, ob die Menschen, ob die jungen Leute in Europa eine Zukunft finden im weltweiten Wettbewerb bei 8 Millionen Menschen auf der Welt oder aber ob wir uns untereinander zerstreiten und damit wirkungslos werden. Mit welchen Themen will denn Deutschland bei dieser Wahl punkten? Ja, ich glaube, mit starkem Standort von Wirtschaft, mit starker Industrie, mit guten Bedingungen für Energie, mit starken Innovationen in Forschung und Innovation. Nach meiner Auffassung sind das Standpunkte, wo Deutschland Europa helfen kann und wo Europa auch stark werden kann im weltweiten Wettbewerb. Ist Deutschland in diesen Punkten denn gut genug aufgestellt oder muss bei der einen oder anderen Sache vielleicht noch nachgebessert werden? Na, ich glaube, dass wir in Deutschland schon ganz gut aufgestellt sind, aber es gibt noch eine Menge zu tun in der europäischen Politik. Wir haben erlebt, dass einige Staaten sich zu stark verschulden. Wir haben erlebt, dass einige Strukturpolitik nicht gemacht haben, keine Reformen gemacht haben. Wir haben erlebt, dass wirtschaftliches Wachstum gefördert werden muss. Und ich glaube schon, wir können ein Stück dafür Beiträge leisten, dass Geld ausgeben nicht alles ist, sondern dass man sich auch selber anstrengen muss. Und das haben wir gezeigt in den letzten Jahren und wir können ein Stück beispielgebend sein. Müsste das vielleicht gerade beim Thema Staatenverschuldung anders reguliert werden? Ja, ich bin ganz sicher, dass der Weg, wir spendieren euch die nächste Sause, nicht der richtige ist. Sondern der Weg muss sein, jeder muss sich selber anstrengen. Jeder hat seine eigene Verantwortung wahrzunehmen. Jeder muss seinen Beitrag leisten. Und dann bekommt er in der Not auch Hilfe von denen, die stark sind. Und so macht das Angela Merkel, so macht das die CDU und so klappt es auch in Europa mittlerweile. Was wünschen Sie sich persönlich für die Wahl am 25. Mai? Ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute mitmachen. Dass die kapieren, wie wichtig diese Wahl für sie und ihre Zukunft ist. Dass sie nicht denken, das wäre da irgendwo weit weg in Brüssel, das wird sie nicht betreffen. Sondern dass sie merken, dass mein Zukunftsprojekt und ich kann mich beteiligen. Und es ist eben nicht wurscht, ob die SPD oder die CDU gewinnt. Das kann man an vielen Themen besichtigen. Dann haben Sie doch manchmal noch den Eindruck, dass die Menschen gar nicht kapieren, worum es eigentlich wirklich geht. Also und wie soll man es dann den Menschen näher bringen? Also wie soll man sie sensibel dafür machen, dass es eben eine wichtige Wahl ist? Klar erklären und nicht dicke Sprüche machen, nicht von Abendland reden, sondern konkret sehen, welche Vorteile Europa hat. Kurzer Blick nach vorne. Vor rund 60 Jahren wurden die Grundpfeiler Europas gesetzt. Wie sieht Europa in 60 Jahren aus? Ich bin kein Prophet, ich weiß es nicht. Aber ich wünsche mir, dass Europa zusammen ist. Ich hoffe, dass Europa wirtschaftlich stark und noch stärker geworden ist. Ich wünsche mir, dass das ein Ort ist, wo Menschen in Freiheit und im Wohlstand leben und wo Menschen ihre Zukunft selbst gestalten können und nicht vom Staat bevormundet werden. Herzlichen Dank. Bitte.